Ja, liebe LinkedIn-Community, heute zu Gast bei mir Herr Juster. Hallo, Herr Juster. Hallo Herr Zieten, hallo, willkommen, hallo zusammen. Ja, vielen Dank, Herr Juster. Ich mache ja viele Interviews und wir haben jetzt dieses Format, das heißt C-Level-Workshop. Ich habe vorher auch eine Zeit lang sehr viel über Kunststoff und Industrie gemacht und ich freue mich, dass ich heute mal wieder zurück sein darf in der Plastikindustrie. Das Ja, freut mich. Hallo, Herr Juster. freue Und ich mich auch habe sehr. ja 10 Jahre in Österreich gelebt und gearbeitet. Von daher kenne ich dort auch viele Unternehmen und viele Player in der Industrie. Mit einigen bin ich auch noch immer noch freundschaftlich verbunden und ich freue mich darüber, heute mit einem Österreicher zu sprechen, weil ich mag diese Sprache so gern. Hallo, Herr Juster. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf unseren Austausch heute. Viele spannende Punkte und ja. Sie sind eigentlich Herr Dr. Juster, ne? Sie sind Materialwissenschaftler, sind spezialisiert auf Kunststoff oder auf Plastik. Vielleicht Genau. erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie da hingekommen sind und was Ihre Ausbildung war und warum Sie das gemacht haben. Genau, also es hat eigentlich schon. Also wie Sie schon richtig angesprochen haben, ich komme ursprünglich aus Österreich, genau zu sein Niederösterreich, und ich habe damals schon in der Oberstufe ein großes Interesse im Bereich Chemie gehabt. Und ja, und das hat sich dann Schritt für Schritt dann in die Richtung entwickelt, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte das auch vertiefen, Bereich Materialwissenschaft und Kunststofftechnik. Und in Österreich hat zu diesem Zeitpunkt, das war 2006 herum, eigentlich nur die Montanuniversität in Leoben gegeben, die dieses Studium der Kunststofftechnik anbietet. Und das habe ich dann auch in Angriff genommen und dort mein Bachelor- und Masterstudium gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, das interessiert mich so viel, ich möchte das Ganze nochmal vertiefen mit einem Doktorat. Und da hat es die Möglichkeit gegeben, dann auf die Johannes Kepler-Universität in Linz das Doktorat zu machen im Bereich Spitzgießen von pharmazeutischen Darreichungsformen. Und in Linz ist, oder im Bundesland Oberösterreich ist halt die Kunststoffindustrie sehr stark. Und dadurch hat man sich auch entschlossen, so ein Kunststoffstudium aufzustellen. Und dabei waren wir halt einer der ersten, die dort auch dann das Doktorat gemacht haben in dem Bereich. Genau, und das war dann 2012, 13. Und genau, so bin ich dann eigentlich dieser Kunststoffwelt treu geblieben. Nach der Promotion bin ich dann in die Industrie gewechselt. Und ja, ich bin eigentlich seit 2015 hier da aktiv in der Kunststoffindustrie, hauptsächlich bei Materialhersteller unterwegs. Genau, das ist so die Werdegang. Das ist eine spannende Geschichte und aus Österreich weiß ich, es gibt eigentlich nur zwei Hochschulen, die ausbilden Kunststofftechnik. Einmal das Gewerbemuseum in Wien und dann in Leoben, ja, dort, wo Sie auch studiert haben. Der Vorteil ist, in Österreich ist die Kunststoffindustrie noch mehr eine Familie als in Deutschland. Jeder kennt eigentlich jeder, weil irgendwie hat man immer zusammen studiert, ja. Genau, also es geht keiner verloren, genau. Also Und das ist einfach eine große Community und das macht es interessant und leicht in Österreich sich zurechtzufinden in der Industrie. Herr Juster, ich würde noch mal gerne fragen, ja, also wir haben in der Kunststoffindustrie die Krux an der Sache ist, ja, die Industrie hat ein schlechtes Image, ja, weil es heißt Plastik und das macht Müll und so weiter und so weiter. Die Realität ist aber, Klimaschutz oder viele andere Dinge wären ohne Plastik gar nicht möglich. Ja. Und Ihr Slogan ist, den habe ich ja auch gepostet, ja, Plastik ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Vielleicht können Sie das gleich mal erklären. Und ich möchte nochmal erwähnen oder bitten, wenn jemand aus der großen Community in Österreich zuhört, bitte schreibt Kommentare unter das Event. Wir werden versuchen, so weit wie möglich zu beantworten. Aber Herr Juster, warum haben Sie sich vom Image nicht abschrecken lassen? Genau, also schon richtig angesprochen. Kunststoffe steckt sehr viel dahinter. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich habe mal in Nürnberg den Lehrstuhl für Kunststofftechnik besucht. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wenn man da hineingeht beim Sekretariat, da ist nämlich ein schönes Zitat hängt da. Und das ist vom Professor Dr. Hans-Uwe Schenk. Und ich habe das nochmal jetzt rausgezogen. Ohne natürliche Polymere kein Leben, ohne synthetische Polymere kein Lebensstandard. Und das sagt eigentlich schon sehr viel,
darüber aus. Also wir haben halt Polymere, Makromoleküle, große Moleküle, die allein unsere Muskeln oder einfach der Baum selber, diese Zellfasern, das sind auch alles Makromoleküle. Und wir haben halt die Möglichkeit, durch die Technologie das synthetisch diese neuen Materialien, diese Kunststoffe dann zu machen. Und dadurch, wenn man jetzt sich anschaut, die Materialien weltweit, also auch dieser ganze Verbrauch, weil das ist auch in den Köpfen von den Leuten, dass eigentlich überall Kunststoff ist, etc. Und eines der Themen ist ja, man hat ja weltweit um die 90 Milliarden Tonnen an Materialien, was verbraucht werden. Und wenn man das auf Kunststoffe runterbricht, liegen wir bei die 370 Millionen Tonnen. Das heißt, im Prozent auf das, wenn ich das dann runterbreche auf die Prozent, sind wir bei 0,4 Prozent von diesem gesamten Kuchen, was eigentlich nur Kunststoffe ausmachen, aber die heftig diskutiert werden. Und mit diesem kleinen Anteil an Kunststoffen kann man sehr viel ermöglichen. Und das ist auch einer meiner Motivationen, mit den Leuten in die Diskussion zu gehen und einfach das mal aufzuzeigen, was dieser Mehrwert eigentlich ist. Und jeder hat halt diese Kunststofftüte immer, dieses Kunststoffsackerl vor Augen, aber es steckt halt viel mehr dahinter. Ja. Herr Juster, wir haben ein paar Zuschauer, von die wir beide wahrscheinlich alle persönlich kennen, und die werden sich jetzt fragen, was Quatsch, der zieht denn da so lange rum. Kommen wir mal zum Thema. Find out about plastics. Ja? Wie man sieht, haben wir oben Ihr Logo eingeblendet. Das ist das erste Mal Videos, die ich gemacht habe. Es sind mittlerweile fast 130 Interviews, die auf meinem YouTube-Kanal sind. Das erste Mal, dass ich ein anderes Logo eingeblendet habe. Aber ich finde diese Sache so toll, die Sie da machen. Erzählen Sie mal bitte über Ihren Blog und was daraus entstanden ist. Es gibt ja auch Newsletter inzwischen. Sie haben Bücher geschrieben. Erzählen Sie mal ein bisschen was darüber. Genau. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich habe schon angesprochen, Doktorat, Johannes Kepler Universität in Linz. Das war im Zeitraum 2013, ist so der Gedanke gekommen, Kunststoffe und die Themen rund um den Kunststoff ist eigentlich so toll, wie kann man das eigentlich mehr Leuten in einen schmackhaften Weg da zukommen lassen. Also es gibt halt diese Vorlesungen und was mal der Student, aber wie kann man eigentlich der Kunststoff-Community das auch zukommen lassen. Und 2013, 14 waren Blogs schon da, etabliert in anderen Industriebereichen, aber im Bereich Ingenieurswissenschaft etc. war das eher noch sehr rar. Und da habe ich mir dann überlegt, okay, ich kann ja das einmal ausprobieren, so einen Blog zu starten und einfach meine Erfahrungen und all diese positiven Dinge, was es da bei Kunststoffen gibt, einmal zu Papier zu bringen, online, und mit den Leuten zu teilen. Und das habe ich dann 2014 begonnen, auch einfach Erfahrungen, Insights, einfach dieses implizite Wissen, was jetzt nicht sofort online zugänglich ist, einmal zu veröffentlichen. Und habe das dann auch in englischer Sprache dann schon begonnen. Und nach gut 4-5 Monaten habe ich schon die ersten Anfragen aus Indien und auch aus Amerika gekommen. Da habe ich schon gemerkt, okay, das zieht Kreise, da ist Interesse da. Und ich habe dann begonnen im monatlichen Rhythmus, das waren so 1-2 Posts im Monat, und habe das dann im Zuge dessen dann gesteigert. Also das war so dieser Beginn. Es sind dann mehr und mehr Anfang auch gekommen, bestimmte Themen zu besprechen. Also das war dann schon interessant. Ich kann da ein Beispiel nehmen. Kunststoffingenieure oder Konstrukteure, die müssen auf das Bauteil dann ein Kurzzeichen draufgeben auf das Bauteil. Also auch aus diesen Recycling-Hintergründen. Und für Standard-Kunststoffe, Polyolefin etc. ist das ziemlich einfach. Kann man auch schnell googeln. Aber für alle diese technischen und Hochleistungskunststoffe, also wenn man jetzt ein Polyphenylsulfid mit Mineral-Glasfaserfüllung und Impact-Modifizierung hat, was schreibe ich da dann drauf? Was muss ich dann in das Werkzeug hinein gravieren, dass es dann richtig abgebildet wird? Und das waren eigentlich so diese Themen, die ich dann aufgegriffen habe, recherchiert habe und dann veröffentlicht habe. Und genau diese Posts, was eigentlich schon 2015, 16
publiziert habe, sind noch immer monatlich mit sehr hohen Aufrufzahlen, weil das einfach nicht so schnell verfügbar ist, auch so ein Know-how. Und das war eigentlich dann so auch mein Auftrag und die Motivation, in diese Richtung zu gehen. Und das ist dann mehr und mehr gewachsen. Und dann war auch die Idee, gibt es bei dir auch einen Newsletter? Kann ich mich da eintragen? Na, habe ich eigentlich noch nicht, kann ich aber starten. Und das war eigentlich so diese Idee, okay, dann starte ich einen monatlichen Newsletter, das ist dann Pumping Plastics, habe ich das Ganze getauft, wo dann am Ende des Monats kommt man dann in die Inbox oder auch auf LinkedIn dann alle Posts, was in diesem Monat passiert ist, kompakt nach Hause und kann das dann in Ruhe nochmal durchlesen. Also das ist, und der Newsletter ist auch schon sehr gewachsen, kann ja auch jeden dazu einladen, da teilzunehmen. Also das ist ein so diese nächste Stufe, was ich da gezündet habe. Also das ist wirklich dann gewachsen und Zeit vergeht wirklich schnell. Also wenn man sich überlegt, nächstes Jahr 2024 sind dann 10 Jahre findoutaboutplastics.com. Also Wahnsinn. Und es wird dann auch noch, bin ich am Überlegen, so eine Jubiläumsausgabe zu machen, mit allen Posts, was ich in den letzten 10 Jahren da veröffentlicht habe. Also das ist eigentlich so, ist das Schritt für Schritt. Und man muss jetzt sagen, es geht auch mehr und mehr in die Richtung jetzt technische und Hochleistungskunststoffe, Verarbeitungstechnik, Schwerpunkt Spitzguss, und dann in Richtung Bauteilauslegung und Materialauswahl. Also das waren eigentlich so diese Themenblöcke, die sich da herauskristallisiert haben über die Jahre. Auch das Thema Materialauswahl. Also das ist ein richtiges spannendes Thema, weil das kennen Sie eh auch. Es gibt allein in die Thermoplasten 90 Thermoplaste. Ich habe dann meine Additive noch, also das sind ja auch nochmal 100. Das heißt, ich kann schon mal über 1000 Compounds machen. Dann habe ich noch die Duroplaste und dann habe ich noch Gummi, Elastomere. Das heißt, ich habe eine Hülle von Materialien, und nicht nur Materialien, sondern auch Materialhersteller, Lieferanten. Also das sind ja auch in Summe, ich schätze, 500 weltweit, die es da gibt, und weit über 10.000 Grades oder Typen, was man da auswählen kann. Und was ich halt auch gelernt habe über die Zeit, ja, es gibt halt, man hat halt zum Beispiel diese VDI 2222 Richtlinie für Konstruktion und so, aber es wird eigentlich nicht wirklich auf die Materialauswahl da eingegangen. Es gibt die SB-Charts, aber so richtig, dass man sagt, einen Prozess beginnen mit Materialanforderung, Bauteilanforderung bis hin zur Prüfung. So eine Art und Weise hat es eigentlich nicht gegeben, und das habe ich halt auch dann zum Anlass genommen, sowas auch zu entwickeln, so einen Prozess, weil man auch mit, und das ist ja wirklich auch unterschiedlich von den Unternehmen, also teilweise verwendet man einfach Materialien, die hat man schon bei der letzten Bauteil, dann klappt im nächsten, oder das Material ist zufällig gerade da und probieren wir das, okay, es funktioniert, aber das ist eigentlich nicht jetzt systematisch, wenn man sagt, okay, 3 Jahre später, wenn man dich dann fragt, warum hast du das Material ausgewählt, dann muss eigentlich kommen, ja, aufgrund XYZ, aber nicht, weil das gerade da war. Und das war so eigentlich die Idee da mehr. Ist das große Thema in der Kunststoffindustrie, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, oder weiß ich auch heute, die Materialauswahl, die entscheidet im Prinzip ganz früh in einem Projekt, ob das Projekt, erstmal erfolgreich ist und dann auch über Jahre läuft, weil es geht um darum, wie das Material performt in der Anwendung, es geht um den Preis, ja, also kann ich mich durchsetzen mit einem Angebot gegenüber dem Wettbewerb, den es in unserer Industrie immer gibt. Wie ist die Verfügbarkeit, wie sind die Lieferketten und so weiter, das ist ein ganzes Programm, also das sollte man sorgfältig prüfen. Und eine Sache habe ich gelernt in meiner Zeit in der Kunststoffindustrie, im Management, ja, also die Techniker untereinander in den einzelnen Firmen, ja, die erzählen sich Sachen, von denen das Management besser nichts wissen sollte, ja, technische Details. Von daher ist unter den Technikern immer ein reger Austausch. Es würde mich mal interessieren, werden da auch Fragen gestellt in dem Blog, oder ist es so, dass sie ihre Informationen posten, oder kommen da auch Fragen, Antworten, Anforderungen, oder wie funktioniert das? Genau. Also der Austausch ist, also ich habe halt Themen, die auch in der Community erfrage, die ich dann für ein Jahr dann plane und dann monatlich dann veröffentliche. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Format, das heißt Gäste-Interviews, wo wir dann zum Beispiel
von Startups bis etablierte Unternehmen habe ich schon hier Interviews geführt mit den und das dann auch dann auf dem Blog dann veröffentliche. Also das sind einfach dieser Austausch. Und ich bekomme halt viele Nachrichten dann in den Kommentaren, die ich dann aufgreife und dann weiter dann bearbeite. Genau, also das sind so die... Also okay, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, treffen sich in diesem Blog die Kunststoffexperten der Welt, ja, also USA, Indien. Indien, genau. Wenn sie ein Problem haben, na, dann schauen sie entweder, ob sie das bei Ihnen finden, Herr Justa, oder sie stellen Ihnen die Frage und Sie suchen Ihnen das raus. Oder Sie wissen es so, weil Sie das ja schon sehr lange machen. Verstehe ich das so in etwa richtig? Genau, genau. Also die Leute, wenn sie sagen, okay, ich möchte etwas wissen und gehe zum Beispiel über Google hinein, dann kommt das und ich habe dieses Thema bearbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie dann bei mir im Blog landen. Beziehungsweise die Leute, die den Blog schon kennen, schauen zuerst dann bei mir nach, genau. Und falls nicht da ist, sagen die dann auch, ja, kennst du das Thema, kannst du mir da weiterhelfen? Ja? Oder kennst du jemanden, der mir dann weiterhelfen kann? Also das, wir probieren uns da gegenseitig zu unterstützen. Ja. Okay, und das Ganze global, also das ist wirklich das Spannende, das sowohl von Indien auch, ja. Das gefällt mir, also es ist im Prinzip so, ne, dass bei Ihnen die Fäden zusammenlaufen an einer Stelle, die vielleicht wenige Leute kennen, außer jetzt vielleicht die Techniker aus der Kunststoffindustrie, und dort die Informationen, die wirklich wichtig sind, ausgetauscht werden. Und das, lieber Justa, ist eigentlich für mich Grund genug, dass ich Sie eingeladen habe, weil das finde ich so toll. Auch Ihre Kompetenz und Ihr Herzblut, das Sie da reinstecken, das finde ich, gehört ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit, in die Öffentlichkeit. Genau, genau. Also Kunststoffe sind eine tolle Sache und werden auch in Zukunft auch diese gesamten Megatrends sind wir da dran, das zu unterstützen. Genau, also das ist nicht möglich dann. Gut. Also ich habe die Adresse vom Blog gerade nochmal in die Kommentare geschrieben, www.findoutaboutplastics. Und es ist doch aber auch so, ne, Sie haben wie viele andere auch einen ganz normalen Job. Ja? Mhm. Und das heißt, das ist ja für Sie ein ziemlicher Aufwand. Ja? Und warum, was ist das, was bedeutet Ihnen das, dass Sie da... dass nach 10 Jahren, noch nachdem das Studium lange vorbei ist, dass Sie da so viel Herzblut reinstecken. Genau, ist einfach mein grundlegendes Interesse an diesen neuen Sachen. Und einfach, wenn es jetzt ein neues Thema gibt oder eine Anfrage, wo ich sage, aha, das kann eigentlich für viele Leute interessant sein, ist das eigentlich dieser Mehrwert, den ich da liefern möchte, und dieses Thema aufgreife, dann Recherchen machen, mit Leuten spreche und das Ganze dann der Community dann zurückgeben. Also das ist eigentlich so diese Motivation. Und das kommt natürlich, wie soll ich das sagen, on the top. Also das ist, da ist wirklich halt dann gute Planung und Zeitmanagement, das lernt man dann auch in dieser Zeit. Also das sind schon viele, viele Skills, die man da lernt. Und auch das Schreiben an sich macht mir auch Freude. Also das war auch der Grund, dass ich sage, okay, so ein Projekt wie ein Buch zu schreiben, das traue ich mir zu und möchte ich auch machen. Also das wäre eigentlich dieses Intrinsische. Halten Sie es mal hoch. Da ist das Polymer Material Selection, wo einfach das Know-how rund um Materialauswahl und in einem Prozess dargestellt ist und auch die ganzen grundlegenden Thematiken, wie schreibe ich Bauteilanforderungen, Materialanforderungen, viele Beispiele auch. Genau, und ich habe das jetzt bewusst auch nicht zu dick gemacht, weil ich kenne das aus meiner Erfahrung, die Literatur, die kann sehr dick sein und das macht eigentlich nicht so einen Spaß und das ist eher für praktische Anwendung, was man schneller mal am Nachmittag auch durcharbeiten kann und dann wirklich sofort mit Beispielen beginnen. Also das war eigentlich so diese Motivation. Mir hat das immer auch Spaß gemacht, auch Dissertationen schreiben, die ganzen Masterarbeiten etc. Also das und das greift dann so ineinander. Ja. Das ist halt, ich weiß, es ist ein bisschen ein anderes Hobby, als was viele meiner Freunde haben. Also ich bin da eher auf der das findet man jetzt nicht so oft. Ja. Das,
Aber es macht halt Spaß und dadurch, dass es halt wächst und so, und man muss halt dann dranbleiben und das fängt halt immer klein an, ja, das ist, und ja, also das, und drum, also das ist, weil ich ja hauptberuflich auch in der Kunststoffwelt aktiv bin, also das ist jetzt für mich, fällt das dann sehr leicht, einfach nochmal diesen extra Schritt, und genau, also das ist so der, die Motivation, also. Okay. Es ist ja so, ne, also die Materialauswahl ist ganz entscheidend für ein Projekt. Wenn es mal nicht richtig war, ja, dann funktioniert es nicht, ja. Also die Projekte bewegen sich zwischen Materialauswahl und Schadensanalyse. Ist das auch manchmal ein Thema bei Ihnen, Schadens, dass Sie über einen Schaden sprechen oder wenn es nicht funktioniert hat? Ja, also das, also ich setze wirklich ganz im Beginn an und das, wenn ich da zurückdenke, und ich glaube, der Herr Wright ist sein Name, hat das auch analysiert, dass das Materialauswahl, also die Gründe für dieses Bauteilversagen, und da ist 45% ist wirklich zurückzuführen auf Materialauswahl, beziehungsweise das Bauteil-Anforderungsprofil besser zu formulieren, dass die Materialauswahl dann besser klappt. Also Verarbeitung und dann, dass das Bauteil versagt aufgrund von der Umgebung etc., von der Anwendung selber, ist weniger. Das sind diese 20%, aber die Magie passiert wirklich ganz am Anfang. Und da ist halt dann auch der Schwerpunkt, genau. Also das ist... Die Magie der Materialauswahl, das gefällt mir wirklich, ist ganz toll. Genau. Ja, aber das ist die Magie der Projekte und des Projekterfolgs. Und ich komme ja aus der Materialdistribution. Und zur Materialdistribution gehört natürlich auch, dass Kunden beraten werden. Ja? Also das ist ein Distributeur, der auf sich hält, hat dafür Kräfte, hat dafür Ingenieure, die Kunden beraten. Und aus der Erfahrung weiß ich, ja, dass große Unternehmen, sage ich mal, in der Regel sehr gut aufgestellt sind. Ja, also die haben dann Top-Entwickler, so wie Sie, oder Berater. Ja. Und es ist aber gerade der Mittelstand oder kleinere Unternehmen, die Unterstützung brauchen, weil die keine eigene Entwicklungsabteilung haben. Die haben einen enormen Kostendruck und die haben auch oft einen Zeitdruck, unter dem sie Projekte abwickeln und anbieten müssen, damit sie es bekommen oder damit sie die Projekte bekommen. Von daher ist das eine ganz entscheidende Funktion, diese Beratung, ja, die in der Regel von den Materialherstellern kommt, ja, in diesem Fall auch von Ihnen. Es gibt ja auch Interim-Manager, die sowas können, aber das, ist eine hohe Kunst. Stimme ich Ihnen dazu, dass dieser Kunst, der liegt eine Magie inne. Ja? Das muss man schon können. Ja? Genau, weil einfach diese Hülle und Fülle an Materialien und da wirklich das optimale Material auch zu finden, wo man wirklich sagt, da passt auch die Kosten, da passt eigentlich alles dann zusammen. Das ist schon, ja, also da das Know-how ausbauen und den Leuten zu zeigen, okay, das ist machbar, ist, wenn man das schön in einen stufigen Prozess hinein, wo man dann durchgeht, Stufe für Stufe und am Ende, man fängt halt mit 5, 6 Materialien an und dann bleiben 1, 2 über, wo man da in die Tests geht, ist das eigentlich schon so die Idee auch dahinter da und auch diesen kleinen, mittleren Betrieben da auch mit Hilfe von so einem Buch und mit dem Blog sowas zugänglich zu machen. Also das ist absolut. Ja, und Sie sagen das so locker, ne? In der Praxis ist es ja so, ja, also wenn so etwas nicht funktioniert in der Anwendung, ne, dann ist es ein Riesenproblem. Das geht auch immer um viel Geld, weil irgendwo steht die Produktion. Im schlimmsten Fall stehen in der Automobilindustrie die Bänder. Irgendjemand wird nicht beliefert, es gibt hohe Kosten, Menschen sind ärgerlich, rufen an, beschimpfen sich, Rechtsanwälte kommen ins Spiel, also keine schöne Sache, das kann ich nur betonen. Und von daher, Sie sprechen da so locker drüber, aber es ist ja schon eine wichtige Sache. Ja. Genau, also das, ja. Und auch speziell auch Ingenieure, Kunststoffingenieure und Konstrukteure, die jetzt
frisch von der Uni dann in die Unternehmen eintreten. Ja. Habe ich sehr viele, die mich da kontaktieren, wo ich da einen Austausch habe, die sagen auch, ja, wo soll ich als erster starten? Wie kann ich da das nochmal, weil man deckt im Studium halt viel ab, aber das ist dann noch einmal in die Vertiefung hinein. Das ist so auch lebenslanges Lernen. Also wir als Kunststoffingenieure, wir sind das gewohnt, weil einfach Materialien weiterentwickeln, Prozesse, Verarbeitungstechnik, also alles und auch mit Hilfe von die Daten, die man da benötigt für gute Auswahl etc. Also es gibt viel mehr, das ist verschiedene Philosophien, die man da probiert dann zu kombinieren. Ja, ich würde Sie gerne wieder, also haben jetzt die halbe Stunde schon bald erreicht. Ich habe da nochmal eine für mich spannende Frage an Sie, weil Sie sind ja der Experte für Hochleistungskunststoffe. Und es gibt ja verschiedene Trends in der Industrie. Also einerseits ist es, sage ich mal, Preis reduzieren, Kosten reduzieren, Anwendungen vereinfachen. Auf der anderen Seite gibt es extrem hohe Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Sagen wir mal, es gibt Vorschriften der Hersteller, zum Teil Regelungen, gesetzliche Regelungen, es gibt Normen für bestimmte Anwendungen, die man beachten muss. Ja. Jetzt gibt es Leute, die sagen, also irgendwann wird der Kostendruck so groß, ja, dass wir bei allem irgendwo mit Polypropylen enden. Ja. Oder in Asien ist extrem viel PET in Gebrauch. Ja. Viele Anwendungen gehen in Asien in Richtung PET, ja, also das Flaschenmaterial. Ja. Genau. Wie sehen Sie das? Also sehen Sie eher, dass der Bereich der technischen Hochleistungskunststoffe wächst, der eher, oder geht es eher in Richtung Standardisierung? Genau, also wenn man sich das global anschaut, und das sagen Sie richtig, Asien, PET, auch USA, Nordamerika, die lieben auch die Polyester. In Europa sind wir mehr Polyamid orientiert. Man kann auch zusammenfassend sagen, überall, wo jetzt nicht die große Temperaturbelastung ist, mechanische Belastung, das wandert alles in Richtung Polyolefine. Also wir sehen den Druck in der Mitte bei den technischen Kunststoffen, was eher das in Richtung, wie kann man noch Polypropylene, Polyolefine, Polyketone in Richtung technische Kunststoffe modifizieren, mit Glasfaser etc. Und man sieht aber auch noch im Hochleistungsbereich da Bewegung, weil einfach auch bestimmte Anforderungen, wenn man Semikontakter-Bereich nimmt, noch einmal an chemische Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit, die aggressiven Medien noch einmal zunehmen. Und man muss auch sagen, weltweit zum Beispiel die Polyolefine sind auch da im Vormarsch, weil einfach das Thema Wasserversorgung, sanitäre Versorgung in vielen Ländern ein großes Thema ist, um einfach aus dieser Armut herauszukommen. Ja, das ist immer so diese, wie bekommt man viel sauberes Wasser zu den Leuten? Und da spielt einfach das Kunststoffrohr, das halt jetzt mittlerweile schon über 100 Jahre in der Erde liegen kann, einen wesentlichen Punkt. Und darum sehen wir halt da sehr viel Wachstum in diesem Bereich, aber auch in diesen Hochleistungskunststoffbereich und da in der Mitte, das wird sich halt noch zeigen. Also es gibt halt diese Blends, wo man sagt, okay, technisch mit Hochleistungs nochmal verbinden. Also das ist schon, aber die Megatrends, ich habe es angesprochen, Semikontakte, Elektromobilität braucht bestimmte Hochleistungskunststoffe. Ohne die geht es dann auch nicht. Ja. Also das ist, ich bin selber auch gespannt, wie sich das in die nächsten Jahrzehnte da weiterentwickeln wird. Ja. Also das ist, aber alle haben ihre Daseinsberechtigung. Also das ist. Ja, das ist schon so. Ja. Sie sprechen ja jetzt da, haben angesprochen PET, sag ich mal, Asien, USA und Nylon oder PA hier in Europa. Ne? Und das sind ja eigentlich die beiden Kunststoffe, die so schon seit Jahren im Kreislauf laufen. Ja? Also PET, Flaschenrecycling. Da brauchen wir keine Kreislaufwirtschaft. Das funktioniert einfach schon so. Genauso beim PA, ja, also das schmeißt auch niemand weg, sondern wird wiederverwertet. Ja. Genau. Also das muss man einfach mal bedenken, weil wir, um wieder auf Ihr Motto zurückzukommen, also Plastik ist die Lösung und nicht das Problem. Und da gibt es eben auch ganz andere Muster. Ja. Also in den USA, ja, das sind riesige Mengen PET im Gebrauch, ja, schon die
Teppichböden irgendwo, die sind auf PET. Ja. Das würde sich in Europa niemand in die Wohnung legen. Da sind sie aus Nylon. Ja. Genau. Und das ist halt das Schöne bei so einer PET-Flasche. Man kann Upcycling machen, Downcycling zum Teppich, zum Pullover. Und auch mit diesem Pfandsystem, Rückgabesystem hat man auch hat man das wirklich gut unter Kontrolle da. Also das ist in Europa jetzt, auch in Deutschland. Also Herr Juster, ich danke Ihnen vielmals für diese spannenden Einblicke. Und ich danke Ihnen, sage ich mal, für Ihr Engagement für diesen Blog. Und ich wünsche Ihnen dann auch viel Erfolg. Vielleicht sagen Sie uns zum Abschluss nochmal, wo sehen Sie die Zukunft? Also wo geht das hin? Welche Pläne haben Sie? Genau, also nächstes Jahr ist einmal unser 10-Jahres-Jubiläum, wo ich mir was überlegen werde. Ich möchte noch weitere Bücher schreiben, also es gibt spannende Themen und speziell auch diese Vorteile für die Gesellschaft, Kunststoffe zu verwenden. Also dieses Thema möchte ich auch nochmal, genau, und mal schauen, was da noch. Also das sind so diese, auf jeden Fall geht es weiter, jede Menge Themen, die Community ist im Wachsen und das freut mich, ja, weil wir haben ja immer so viel Gegenwind von vielen anderen Seiten, aber unsere Überzeugungsarbeit funktioniert und genau, also das möchte ich. Sagen Sie mal, also wie viele Leute sind so im Monat auf Ihrer Seite, wie viele Ansichten haben Sie und wie viel Austausch? Genau, also wenn man sich die Impressionen anschaut, sind das immer über 70.000 und dann allein Klicks an den Beiträgen sind immer 1.300, 1.500 pro Monat und dann daraus auch nochmal detaillierte Austausche mit den Leuten dann. Genau, also das sind so die... Okay. Herr Juster, ich danke Ihnen vielmals. Ja. Wir sehen uns wieder. Genau. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön.